Jo! Herzlich willkommen in der wunderbaren Welt der Frakturen. Der wunderschönen Mathematik. Fragmente oder Fraktale? Fraktalen. Frakteen. Ich habe auch ein paar. Auf meiner Fensterbank, Emmy, sind mehrere Frakteen. Das sind ganz feine Kakteen, die gerne mal fein Smoking tragen oder auch mal ein Sakko, Emmy. Ein Sakko aus Balsack. Fractalicious. Aus Balsackwolle. So, Frack sieht so aus. man kann Position, Farben, Lichter und Texturen machen und dann kann man einfach. Psychedelischer Käse. Ja, aber du kannst es kleiner machen. Du kannst es groß machen. Du kannst es drehen. Ja. Du kannst. Mir wird schwindelig. Ich muss brechen. Kannst du auch so drehen. Boah, mit da den kann Fingern. Man gar nicht hingucken. So. Und größer. Aber es ist ja nur, das ist jetzt bei den Farben, ne? Wir gucken jetzt mal bei der Position. Motion. Boah. Ja, das weiß ich, wie es geht so. Also man kann es hier ziehen, man kann es umdrehen. Herzlich willkommen in der wunderbaren Welt der Schwerkraft. Mir wird gleich schlecht. Näher dran ziehen. Boah, so. Brutal. Die wird schlecht, echt? Ja, irgendwie schon. Ganz, wenn man ganz, das ganz, ganz, ganz nah dran. Boah, es wird einem wirklich ein bisschen schlecht. Ja, voll. Ich kann da echt nicht hingucken. Immer näher und immer ich halte näher. Meine Hand wie und ein was es mit Mathematik Mädchen. Zu tun hat, dass es einfach immer einen kleineren Partikel gibt. Ja, man kann es aber, ich glaube, das ist eine Unendlichkeit, die dahinter ist, so ein bisschen. Ne? Was? Ich glaub, guck doch mal. Nee, ohne Scheiß. Guck doch mal. Ich glaube, als ich das so erste Mal besoffen war, habe ich mir so eine Tapete mal ganz nah angeguckt, so mit so Fischchen drauf. Da habe ich näher auch was gekotzt. Geht's nicht. Da. Guck mal, das ist das. Und jetzt ganz schön wieder zurück. Bäh. Und drehen. Nee, ich kann es nicht. Aber interessant, ne? Also es gibt noch ganz viele andere darauf, Lichter, machen wir nochmal. Mich in diesen Strudel. Zack. Ich habe übrigens mal eine Webseite besucht, da konnte man sich online hypnotisieren lassen. Ich habe fast auf die Tastatur gekotzt. Fast. Nicht viel gefehlt. Soll ich jetzt sagen, oh, du tust mir leid? Nee, gar nicht. Gut. Der Tastatur tat's leid. Texturen gibt's auch. Textatur. Ist das von Texas Instruments vielleicht gemacht, Amy? Ist das nicht schön? Boah, dann kann man nie. Was, wenn ist du denn, selber ist denn dahinter irgendwas anderes aus einem künstlerischen Hintergrund? Ist da noch irgendwas anderes? Hat das was Mathematisches an sich oder ist da noch irgendwie was so das ein Mehrwert? Erklärt wird, was es mathematisch ist? Nö. Ja, ne, das sieht einfach nur schön aus. Weißt du, was man auch noch machen könnte, Amy? Geh mal, man könnte jetzt, zoom mal ran. Wow, ja, was? Man könnte jetzt, meinetwegen, zoom mal ganz nah ran. Ja. Schon wieder? Und es dauert aber. Mach mal, Amy. Ja, jetzt bist du schon auf dem Zoom. Ja, du hast das Loch verfehlt. Da. Davon könnten wir jetzt einen Screenshot machen und das anschließend als Hintergrundbild auch wählen, ne? Zum Beispiel. Sieht ja nicht schlecht aus. Boah. Boah, ich sehe nur Knospen. Mach doch mal selber, vielleicht geht's dir besser. Guck doch mal. Weißt du, was der Scheiß, wenn man im Fernsehstudio ist, was daran echt doof ist? Überall sind Kameras und Fernseher. Egal, wo man hinguckt und man will es nicht sehen, man schafft es einfach nicht. Der wird geblendet und guckt in den Himmel. Augen auf bei der Berufswahl. Nee, ne? Amy, das ist etwas Fraktale. Sorgen für mich nicht für Frakturen, sondern für Brechreiz. Weil es auch fraktal ist. Ich breche. Ich hab's schon brechen, verstanden. Fraktum, weißt du, griechischer Begriff für Gott des Brechens, Emmy. Und wir brechen jetzt immer die Lanze. Für 1,79 könnt ihr quasi nicht umsonst kotzen. Ist doch super. Bei mir ist echt ein bisschen schummelig geworden, glaube ich, ohne Scheiß. Oh, brauchst du eine Pause? Wäre ich eine Wenn Katze, ihr jetzt auch eine Pause braucht, dann lehnt euch zurück oder geht jetzt mal und holt euch ein paar Haarballen auskotzen. Und vielleicht, ach man, ekelhaft.